Meine lieben Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Heute ist ein wichtiger Tag. Good Friday oder auch Karfreitag genannt. An diesem Tag erinnern wir uns an Jesus Christus und seine Opfer für uns zur Vergebung der Sünden. Sollten wir an die Kreuzigung Jesus nur an einem Tag nachdenken? So nicht. Ich denke jeden Tag an den Opfer von Jesus für uns am Kreuz. An seinem Kreuz denke ich über seine Liebe für uns Menschen. Wir sollten tagtäglich vor dem Kreuz stehen, insbesondere in den 40 Tagen, wo wir durch Andachten an die Kreuzigung Jesus und seiner Liebe nachdenken können. Aus diesem Anlass gibt es die Passionszeit. An dem Karfreitag gibt es eine besondere Andacht, wo die 7 Wörter von Jesus am Kreuz reflektiert werden. Man denkt über die Leiden von Jesu. Je mehr wir über das Kreuz und die Leiden von Jesus nachdenken, wissen wir, wie er uns geliebt hat. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir wie folgt. Daran haben wir erkannt, die Liebe, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Was ist denn Liebe? Denkt bitte darüber nach. Wenn ich sagen würde, ich hab dich lieb, gibt es eine besondere Bedeutung für den Menschen. Also wie erkennen wir denn die Liebe Gottes auf uns Menschen? Er ist für uns Menschen am Kreuz gestiegen und sein Leben geopfert. Meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, Jesus Christus hat für dich sein Leben geopfert. Warum soll er sich denn opfern? Unser Herr ist nicht nur für Christen verstorben und wieder auferstanden, sondern für die ganze Menschheit hat er sein Leben geopfert. Der liebe Herr hat für alle Menschen dieser Welt sein Leben am Kreuz geopfert. Aber man stellt sich nun die Frage, warum muss denn Jesus für uns sein Leben opfern? Es lebte vor vielen Jahren ein Mann Gottes, Sadhu Sundar Singh. Er stammte aus einer Sikh-Familie in Punjab. Als er Gott aufsuchte, ist der liebe Herr Sadhu Sundar Singh offenbart. Seitdem ist er Diener Gottes. Sadhu Sundar Singh hatte die Gewohnheit, alleine in einem Wald zu beten. Eines Tages, als Sadhu Sundar Singh wie üblich alleine im Wald betete, plötzlich auf einmal fingen 2 Bambubäume miteinander zu reiben und dies erzeugte ein großes Feuer, das kaum ertragbar war. Der ganze Wald fing an zu brennen. Sadhu Sundar Singh aber beobachtete in einem Baum einen Vogelsnest. Das Feuer erhitzte dieses Nest und die kleinen Küken wurden auf einmal sehr aufgeregt mit dem Geschehen. Weil der ganze Wald verbrennte, war es Sadhu Sundar Singh nicht möglich, das Nest zu retten. Er überlegte, wie er diese Vögel retten könnte, aber ihm fiel leider nichts ein. Sadhu Sundar Singh dachte, dass es nun Zeit war, dass die Vögel ihren bitteren Ende treffen werden. Aber plötzlich, zu aller Überraschung, kam die Mutter. Dieser Vögel. Die Mutter alarmierte alle anderen Vögel um die Not. Sie war in einer Lage und sie bat um Hilfe, um ihre Küken zu retten. So fliegte sie rundherum das Nest. Sadhu Sundar Singh war auch sehr traurig, als er dieses Geschehen beobachtete. Bemerkwürdigerweise, als die Mutter herumflog, setzte sich die Mutter mitten in dem Nest, wo es herumbrannte. Er war überrascht zu sehen, wie sich die Mutter ihr Leben opferte. Die Mutter setzte sich inmitten der Küken, um sie zu beschützen. Als dies alles geschah, fiel das ganze Nest herunter von dem Baum. Sadhu Sundar Singh rannte rüber zum Nest, um zu sehen, was geschehen ist. Die Mutter war komplett verbrannt in dem Feuer. Sadhu Sundar Singh versuchte sein Bestes, den Vogel wieder zu erwecken. Unter ihren Flügeln waren 2 sehr schöne Küken.
die noch am Leben waren. Er war überrascht zu sehen, dass unter dem toten Vogel zwei Küken noch lebendig waren. Um seine Küken zu beschützen, hat die Mutter mit ihren Flügeln ihr Leben geopfert. Die Mutter gab ihr Leben, um ihre eigenen Küken zu beschützen. Genauso hat unser Herr Jesus Christus uns von dem Feuer der Hölle zu beschützen, denn unsere Sünden bringen uns zur Hölle. Jesus Christus war besorgt, uns von dem Feuer der Hölle zu beschützen. Aus diesem Grund, unsere Sünden zu vergeben, nahm er unseren Platz und opferte sein Leben. Für die Sünden der ganzen Welt, für die Sünden der Menschen der ganzen weiten Welt, opferte er sich selbst am Kreuz für uns Menschen. So großartig ist die Liebe, die er für uns Menschen gegeben hat. Wir schauen nun an das Kreuz. Herr, du hast uns so sehr geliebt, dass du dein Leben für uns geopfert hast. Was sollte ich denn tun dafür, o Herr? Diese Angst von dem Herrn soll uns heute bewegen. Er hat uns so sehr geliebt. Unser Herr hat sein Leben geopfert, um uns von der Hölle zu retten. Was wollen wir nun für den Herrn tun? Richten wir nun unsere Fürbitten an den Herrn und sagen, Herr, wir lieben dich so sehr. Es gibt keine größere Freude, als wir dieses den Herrn dann sagen. Herr, es ist unglaublich, wie sehr du uns auch lieb hast. Weil du mich sehr lieb hast, hast du für mich, für meine Sünden am Kreuz dein Leben geopfert. Ich lobe und preise dich, weil du mir durch deinem Blut gewaschen hast heute. Daher muss ich dich jeden Tag noch loben. Gib mir ein Herz, sodass ich dich weiterhin lieben kann. In Jesu Namen. Amen. Amen.